Die Post sammelt Daten ihrer Kunden und fasst sie zu Profilen zusammen. Mit diesen Datensätzen verdient sie jährlich rund 10 Millionen Euro. Aber wie aussagekräftig sind diese Profile eigentlich? Wir sehen uns die Daten von drei Personen genauer an. Geht es nach der Post, ist Anna Akademikerin, bioaffin, Sozialdemokratin, Online-Shopperin und Young, Free and Single. Mit Annas wirklichem Leben hat das eher wenig zu tun. Grundsätzlich ist Datenhandel im Rahmen eines Adressverlags zulässig. Im konkreten Fall gibt es aber drei Punkte, die aus meiner Sicht sehr wohl kritisch sind. Das erste ist, dass sich in der Aufstellung Sachen befinden, wie viel Päckchen hat jemand bekommen, welche Sendungen und dann Rückschlüsse auch gezogen werden auf bioaffin und solche Sachen. Und dort kommen wir aber irgendwo ein bisschen auch in das Thema des Briefgeheimnisses. Bei Dieter liegt die Post nahezu völlig daneben. Dieters Datenprofil sagt, dass er Angestellter, Single, mit der Herausgabe seiner Daten einverstanden, Haushaltsvorstand und Performer ist. Die Post macht durch den Datenverkauf ein lukratives Nebengeschäft. Der zweite Punkt ist damit verknüpft, nämlich die Universaldienstleistungen der Post, wo sie gegen Entgelt gewisse Infrastruktur und Zustellleistungen erbringen, damit eben sichergestellt ist, dass ein Postwesen funktioniert. Und wenn ich daraus dann die Daten generiere, entsteht eine Verknüpfung, die aus meiner Sicht hinterfragungswürdig ist. Steffi ist laut Post Young, Free and Single, wählt SPÖ, Grüne und FPÖ. Ist umzugs-, aber nicht investmentaffin und liebt Bio. Steffis Vorlieben hat die Post relativ gut beschrieben. Der dritte Punkt, und das ist aus meiner Sicht der härteste, ist die Bekanntgabe von Parteienaffinitäten. Da ist aus meiner Sicht eine ganz klare Grenze überschritten. Die Datenschutzgrundverordnung sagt, dass ich besonders geschützte Daten, und dazu gehören auch Daten, aus denen sich politische und weltanschauliche Überzeugungen ableiten lassen, nur mit der Zustimmung des Betroffenen verarbeiten darf, wenn nicht sonstige Ausnahmetatbestände greifen, die aber nicht relevant sind. Und diese Zustimmung liegt hier des Betroffenen nicht vor. Es ist ein legales Business, sagt die Post.